Gummo, Gummo, Gummo. Wir sind wieder hier bei SpongeBob Cosmic Shake und gehen jetzt ins Mittelalter. Wir sollten lieber Thaddäus helfen, bevor wir gehen. Hab ich gehört. Er sah traurig aus. Wir gehen ins Mittelalter rein. Und Patrick, bitte nicht immer unterbrechen. Sie Schwein. Also jetzt hier, Daumen nach oben reinhalten für die Mittelalter-Kicks. Ja, es wird sehr marktschreierisch mit der Abo-Glocke. Also halten Sie sie unbedingt rein. Vielen Moin. Also ja. Wait, wir müssen... Warte, was hat's... Wir sollten lieber Thaddäus helfen, bevor wir gehen. Ehrlich? Das ist krass. Das wusste ich nicht. Lol. Ich dachte im Speedrun, ich hatte das ja im letzten Part angesprochen, ne? Ich war immer der Meinung, dass, ich sag mal, die Nebenquests optional sind. Und das scheint es wohl auch zu sein. Aber ich glaube, das hier mit Thaddäus ist keine Nebenquest, das ist eine Hauptquest. Oh, Junge, ich kriege jedes Mal Hunger, wenn wir in eine Bücherei gehen. Weißt du nicht mehr, was letztes Mal passiert ist, Patrick? Das Essen und Trinken verboten Schild hat seine Begründung. Oh je. Aber das Essen auf dem Schild macht mich halt immer hungrig. Die Pommes. Das Anti-Pommes-Schild. Ja, lecker. Was müssen wir machen? Okay, wir müssen Bücher sammeln. Das ist Garys Bibliothek, darum ging es ja, ne? Garys Bibliothek. Sicher nützlich sein. Warum ist sie nicht in SpongeBobs Ananas? Warum ist sie hinter seinem Haus? Wieso, generell, wieso kann man die Ananas nie betreten? Voll schade. Ist das Schneckenschleim? Gary muss das Buch wohl vor kurzem gelesen haben. Wie gesagt, ne, auch generell so, dass man Gebäude nicht betreten kann. Das finde ich voll schade in dem Spiel. Dieses Buch hilft dir wieder, die richtigen Worte zu finden, Thaddäus. Schließlich hat Gary all seine schlauen Worte aus diesem Buch. Junge, du klangst einfach wie ein fucking Dorfbewohner aus Minecraft. Ich meine, gut, ne, der Unterschied ist jetzt nicht so gering, oder? Wenn wir uns die Nase und die Körperform angucken. Gut, ich glaube, die Hautfarbe jetzt nicht, aber das wäre dann wahrscheinlich eine Hexe. Geht es noch gut. Es liegt an uns, sie zurückzubringen. Fucking, wo ist fucking SpongeBob? Wo ist er? Junge. Bruder. Ja, aber apropos Hexe. Ed geht jetzt rein ins Mittelalter. Ja, und wie könnte es denn da sein? Da fliegen wir hinein. Auf einer Slide. Oha. Bringe Perla zurück. Das ist die Aufgabe. Wussten wir das? War das... Wow, das ist die höchste Rutsche überhaupt. So sieht das All also aus. Alles in der Zone. Oh, diese Wolken sind so flauschig. Und sie schweben genau wie ich. SpongeBob, ich bin zu Hause. Also natürlich das, was man sagen muss, wenn man das hier zum ersten Mal spielt, gerade wenn man die Musik hört, straight up Mobile Game Musik, oder? Da sind wir uns doch alle einig, right? Oh, yeah. Oh Gott, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Meine Kerle, ich glaube, wir sind hier etwas Großem auf der Spur. Ist es eine Abkürzung? Ist das eine Abkürzung, actually? Nein, da ist, glaube ich, eine Münze. Oh je, ich hoffe, ich misse sie nicht. Folgen Sie für unbedingt weitere goldene Dublonen-Spots. Für geheime Fundorte. Oh je. Und ich glaube, es war sogar... Kann es sein, dass es eine Abkürzung war? Weil ich glaube, der Intended Way war ja... Der war ja um dieses... What the fuck, wie groß ist denn das bitte? Ist das unser Level? Also ist das das Gebiet, in das wir dann gleich gehen werden? Der riesige Turm. Das hat ja Ausmaße von wegen... Ich weiß nicht, so ein bisschen Rapunzel-Vibes, oder? Oha, was? Hüpf-Bob! Ich habe gerade ein bisschen Lautstärke eingestellt, hieß das. Bisschen die Musik lauter gemacht. Die Mobile-Game-Musik weitergemacht. Ja, diese Musik ist einfach Clash of Clans 3. So klingt das, ja, wenn du dann in deinem Dorf bist.
Aber nichtsdestotrotz, ne? Ey. Die ist voll geil. Auch wenn es Mobile-Game-Musik ist, ich finde die voll geil. Wisst ihr, warum ich die so geil finde? Weil die so Stufen hat. Die hat so melodische Stufen. Wer wagt es, aufzustoßen der Prinzessin Fenster? Oh je. Nun fürchtet euch nicht. Es ist Sir SpongeBob von Bikini Bottom, hier euch zu retten mit seinem tollen Knappen Patrick. Knappen Patrick? Ich dachte, du wärst der Knappe. Außer war ich die ganze Zeit SpongeBob? So höret bloß auf mit eurem kindischen Unsinn. Ach, was soll's. Hör mal, SpongeBob, ich werde die moralste Schlummerparty veranstalten, die das mir je gesehen hat. Es gibt Kuchen und eine Band und beliebte Mädels aus allen Ecken des Reiches. Und sie alle kommen her, um mich zu feiern, die Prinzessin. Ich gehe nirgendwo hin. Diese Rettung könnte etwas länger dauern als gedacht, Patrick. Nenn mich bitte SpongeBob. Ach, egal. Tschüss. Junge Perle, du Asoziale. Nein. Der Quirl. Scheiße. Das heißt, wir können nicht mehr zurück. Wait a second. War das in der Serie? War das in der Serie nicht auch so, dass SpongeBob keine Möglichkeit hatte, wieder in die reale Welt zurückzukehren? Weil ich glaube, das war ja die Lore, ne? Der kam ja nicht intended da rein, sondern irgendwie so aus Versehen. Als wäre das ein Backroom. Yeah. Anyways, Perla die Sau macht jetzt Party. Aber ich glaube, ja, natürlich ist es die richtige Perla. Gott! Sieht eher aus wie ein Schloss. Perla will mich aufspießen? Diese Sau. Perla, diese miese Sau. Anyways, wo war ich jetzt stehen geblieben? Diese ganzen Dialoge bringen mich ständig raus. Schweine! Schweine! Jetzt da lang. Ich weiß nicht, ob man da runterspringen kann, Jungs. I don't know. Aber ja, Das ist ein langer Weg nach unten. Hey, vielleicht solltest du auch zum Ballon werden, SpongeBob. Oh Gott. Aber ja, Perla, die Sau, ne? Also, hat erstmal so getan, als wäre sie eine mittelalterliche Braut. Und dann auf einmal. Oh Gott. Dann auf einmal fängt sie an, auf einmal Deutsch zu reden. Yeah. Vielen Dank, Patrick. Danke. Junge, verpiss dich, Mann. Ah, Junge. Ey, was zum Teufel? Wie weit bin ich da gerade runtergekommen? Holy shit, das war krass. Wisst ihr auch jetzt gerade zu diesem Anlass, würde ich auch eigentlich ganz gerne mal den Glitch ausprobieren, um weite Distanzen zurückzulegen. Wenn sie verstehen, wie ich meine. Flieg nicht davon. Oh je, der Ballon, Bruder. Junge, wie schnell ist die denn bitte gespawnt, Mann? Das ist, also wirklich, so, ich weiß nicht, ob das ein Switch-Ding ist. Ich habe jetzt bei Schiff nicht drauf geachtet, aber come on, Mann. Das ist doch, ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob die Speedrun-Strat überhaupt diesen Weg geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die und auch weniger verwirrend. Du hast recht. Das würde mir echt auf die Flossen gehen, wieder da unten zu landen. Ich glaube, die Speedrun-Strat geht ganz andere Wege. Die geht. Nee, ich glaube, hier geht's dann gar nicht hin. Aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht. Die skippen ja das gesamte Spiel mit einer gewissen Technik. Ich kann sie euch mal zeigen. Wenn ich sie so aus dem FF rausschütteln kann. Mal gucken. Also, Kameraperspektive nach ganz oben, an der Kante gehen. AB. AB. Okay, ich glaube, hier geht das nicht. Ich glaube, es muss schon eine Edge sein, ja. Ich glaube, es muss schon eine Kante sein, damit ich irgendwo durchglitschen kann. Oder so. Wieso bin ich so unfähig? What the fuck? Dafür kriege ich auch noch ein Achievement. Ah ja, das Rätsels Lösung. Aha. Das Rätselslösung. Und, wie gesagt, ja, ich werde jetzt versuchen, diesen Glitch auszuführen. Habe ich es geschafft?
Nee, ich bin einfach nur schlecht. Es geht wirklich, ja. Also es gibt einen Glitch, der geht wirklich genauso. Du musst ja eine Kante stellen. Algenbrütze, wir haben den Blasenstab zerbrochen. Wie kommen wir jetzt nach Hause und retten Perla? Kein Problem. Wir können ihn reparieren. Ganz leicht. Hm. Wir müssen nur alle Stücke finden, sie anlecken und wieder zusammenstecken. Cassandra wird es nicht mal merken. Patrick, das ist brillant. Hm. Hoffen wir, das funktioniert mit magischen Blasenstäben. Das wird es. Genau wie als ich deinen Fernseher kaputt repariert habe. Patrick? Und dein Bücherregal. Und Garys Fressner. Yeah. Jawohl. Patrick, die Sau. Der alles zugebende Cringe. Ich habe deinen Kühlschrank zusammengeleckt. Ich muss dir sofort erklären, warum er auseinandergekommen ist. Gut aus. Oh je. Ich hab auch deine Spüle mit etwas Spucke zusammengeklebt. Der Horn war seit Monaten undicht. Junge Patrick, Bruder. Wir sollten Thaddeus herbringen. Oh je. Er sagt uns immer, wir sollen verschwinden. Oh je, eine weitere geheime Fähigkeit. Was auch immer das sein wird, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Generell, ne? Was wird... Hat wehgetan, aber man würde nie sehen, dass ich sie zerdeppert habe. Ja, was wird die heilige Fähigkeit? Oh, mir fällt gerade ein. Ich kann der mal die Fresse halten? Zusammengelegt. Ja, jetzt sage ich nichts mehr. Fick dich, Patrick. Ihr müsst mich immer unterbrechen, wenn ich anfange zu reden. Schweine. Schweine. Oh ja. Ey, yo. Die Musik. Kommen wir mal kurz darauf, ja. Ich feier sie. Auch wenn es Mobile Game Musik ist. Das klingt zumindest ein bisschen so. Ich muss einen anderen Weg nach Hause finden. Wisst ihr? Einfach so diese Art, wie, ich sag mal, ein Stück vom Blasenstab. Wie diese Instrumente sich aufbauen. Ja, es ist ja ein, ich sag mal, kommen wir gleich drauf. Kommen wir gleich drauf. Also das Ding ist so, es ist... Süß und klebrig. Wir haben ja hier keine Musikstücke. Oder, hier wird ja mit richtigen, ich würde es zumindest schätzen, hier wird mit Instrumenten gearbeitet. Und diese bauen sich ja aufeinander auf. Das ist ja ein Theme. Das hier ist ein Musikstück. Das, mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht ein. Ich hab auch deine Garagentür zusammengelegt. Na klar, Patrick. Die Sau. Lass die am besten zu. Die Sau. Alles am Zerstören und dann zugeben. Jawohl. Das ist das letzte Mal, dass ich die malerische Route nehme. Ja, juckt. Sieht ganz gut aus. Oh je. Also ja, also das Ding ist halt, ne... Dieses Theme hier baut sich ja melodisch aufeinander auf. Mit jedem weiteren, ich sag mal, gewissen Takt. Nach jeder gewissen Taktfolge kommt ja ein neues Instrument dazu. Oder das Theme verändert sich von der Art her. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Das macht es voll langlebig so. Also jetzt mal im Ernst. Wir hören das Musikstück hier schon seit 10 Minuten und es geht mir immer noch nicht halbwegs auf den Sack. Ich höre es sehr gerne. Und das Ding ist auch noch, es passt auch noch so gut zu dem ganzen Thema hier. Es passt auch noch so, so gut zu diesem, zu der Umgebung, in der wir uns befinden. Also von daher, sehr gut gemacht. Purple Lamb. Auch wenn es trotzdem Mobile Game Musik bleibt. Oh je, und damit haben wir den Hofgarten verlassen. Und sind jetzt in den Schlossgärten. Ja, Junge, diese Gegner, ich hasse sie, ey. Geh jetzt doch weg. Er wurde einfach platt gemacht. Habt ihr das gesehen? Der Bruder wurde komplett geplättet von der Badewanne. Die Sau, hallo.
ist genau richtig für meine Bälle. Was hat denn der für ein Pattern? Was soll denn das? Der schlägt ja immer zweimal. Hör auf damit. Schlag einmal. Ja, natürlich macht er dann das. Die hören halt nie auf mich, die Gegner. Was soll ich sagen? Das sind halt kleine, miese Mistschweine. Noch ein Stück vom Stab, Patrick. Oh je, wir haben alles drei jetzt vereint. Ein Teil vom Blasenstab fehlt. Ehre, oh Gott, dieser Leck. Holy shit, come on. Gute Idee. Ja, ich merk schon, warum. Wo ist jetzt der nächste Teil des Schlosses? Ich merke schon, warum. Hier wurde gerade das gesamte Schloss geladen wahrscheinlich. Die gesamte Schloss-Area wurde gerade geladen. Und das hat natürlich erstmal 3 Sekunden gebraucht. Ne? Ich weiß nicht genau, ob es diese Ladebereiche auch in anderen Spieleversionen gibt, wie zum Beispiel PS5 oder so. Wahrscheinlich nicht, oder? Wohin glaubet ihr zu gehen? Oh je. Gibt es Optionen? Ich will nach Neuseeland. Nur jene, die eine Einladung erhalten haben, dürfen eintreten. Und selbst dann sind keine Jungs erlaubt. Außer sie sind in einer Band. Na klar. Seid ihr in einer Band? Tragischerweise berauben meine Pflichten die Prinzessin der erhebenden Erfahrung meiner Melodien. So bin ich gezwungen, andere, eher mittelmäßige Talente zu engagieren. Und Seepocken wie euch zu sagen? Sie soll sich vom Seeacker machen. Vielleicht ist das ja der Eingang. Ey, yo, wir sollten mit allen Teilen des Blasenschaps wiederkommen. Und deinem Kompass. Thaddäus, der absolut Asoziale. Das muss man wirklich jetzt, da muss man mal wirklich sagen hier. Wir machen sofort weiter, Jungs. Gerade kurz ein bisschen Discord-Arbeit gemacht. Yeah. Na klar, die Videos posten sich ja nicht von selbst. Ich habe am Boden des Bodens was glänzen sehen. Ist bestimmt was Cooles wie ein halber Penny. Ja, dann springe ich da besser nicht rein. Yeah. Oha, der heilige Schmied. Der heilige Schmied. Oha, da ist irgendwas drin. Ist das die nächste Unterhose? Okay, Jungs, wir müssen da gleich definitiv rein. Ja, Mann. Das nächste Upgrade muss kommen. Holy shit, wir haben schon vor lange keine mehr gefunden, oder? Keine goldene Unterhose. Also, wir sind so an sich. Seit Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom haben wir faktisch keine weitere Unterhose bekommen. Ich hoffe, wir haben keine verpasst. Oh je. Hey, Patrick. Ich glaube, in diesem Käfig steckt ein Tier fest. Wirklich? Siehst, also ist das deine Form von Aktivismus, SpongeBob? Ehrlich? Oh Junge, vielleicht ist es eine Giraffe. Wir sollten es wahrscheinlich aus dem Käfig befreien, was auch immer das für ein Tier ist. Das denken sich übrigens sehr radikale Tierrechtsaktivisten, die in Schlachthäuser reingehen, um Tiere vor der Tötung zu retten. Appreciate ich. Ja, also wirklich, Tierretter. Tierretter. Alles, was dagegen spricht, Tierquäler. Das ist einfach so. Oder sagen wir nicht Tierquäler, kein Herz für Tiere. Das ist das. Ja, ich muss da revidieren. Also, ich supporte das komplett, dass man das macht, dass man Tiere vor dem Tod bewahrt. Und genau das machen wir jetzt auch, weil wir Tiere lieb haben, nicht wahr? Und damit habe ich sie wieder zum Nachdenken angeregt, nicht wahr? Tja, die Moral ist überall. Auch in Bikini Bottom. Und... Warte mal, wir haben den gar nicht befreit. Hä, lol? Ja gut, ne? Das war's dann wohl mit meinem Aktivismus. Wait, wo geht's da lang? Oh Gott, ich sehe schon wieder einen Felsen. Oh je. Oh je. Na, aber das Ding ist so, ich will... Ich bin dir ja doch wichtig. Ich will niemanden großartig damit nerven oder so, aber wenn es nicht ein, ich sag mal, ich will die Leute... Okay, ich dachte mir schon fast, dass damit irgendwas gemeint ist. Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Also... Na, ich will euch nicht unnötig mit diesem Thema quälen, aber so, wir sind uns ja alle einig, dass das ja kein Quälen ist, weil das Quälen passiert ja
in den jeweiligen Stellen, wo es Leute gibt, die glücklicherweise so nett sind und so viel Gefahr auf sich nehmen, um diese Tiere da rauszuholen. Na, und daher, das muss supported werden, Brüder. Ja, wenn ihr diese Mysteries hier rettet im Spiel, dann empfehle ich euch jetzt nicht unbedingt, das zu tun, was radikale Tierrechtsaktivisten tun. Weil das ist natürlich strafbar, das wissen wir. Aber wir wissen leider auch, dass sich das da mit dem Gesetz ein bisschen beißt, Tiere zu retten, und dann darfst du sie nicht retten, weil, ne? Oh je, aber ihr seht, aus dem ganzen Chaos entsteht dann mal wieder das güldende Quell der Freude. Oh je. Also ja, ich will nicht groß, sagen wir nicht quälen, sagen wir eher, ich will euch nicht unnötig damit belasten, wenn es nicht so ein wichtiges Thema wäre, wisst ihr, wie ich meine? Und ich sag mal, Tierrecht und Umwelt und Moral, das sind alles sehr wichtige Themen, nicht wahr? Also warum moralisch inkonsistent sein und beim einen Thema abolitionistisch sagen, da bin ich komplett dagegen, denn das ist gegen jede Menschen oder gegen jede so und so Würde. Aber beim Konsum dann sagt man sich genau das, ne? Wofür? Ich mach's einfach trotzdem. Genau wie das Alien. Wozu in diese Stacheln reinrennen, die töten mich. Ich mach's einfach trotzdem. Ich habe den ersten Schlüssel. Sieht aus, als wäre das der Schlüssel zu unserem Erfolg. Zu dem Erfolg hier? Nee, das ist irgendein Schlüssel. Wo ist denn der grüne Schlüssel? Also, das ist... Ach, das ist grün. Das hat grün geleuchtet. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber okay. Ich meine... Ist ja nicht so, dass es auch grüne Banner hier gibt, ne? Oh je. Aber... Ich will euch zum Nachdenken anregen mit diesem ganzen Thema, verdammt nochmal. Denn wir wissen, dass es ein wichtiges Thema ist. Ja. Wir haben keinen Bock da drauf in 20 Jahren und machen wir uns nichts vor. Ja, das, die Gefahr, dass das passiert, ist da. Wir haben keinen Bock darauf, dass wir in 20, 30 Jahren hier im Hochsommer sitzen und uns denken, Bruder, 45 Grad, ich kann nicht mehr. Ja, und wisst ihr, warum man sich denkt, ich kann nicht mehr bei 45 verdammten Grad? Weil es Leute auf der Welt gegeben hat, die für ihren Genuss Tiere haben umkommen lassen, nur um sie zu essen, weil man zu eingeschränkt war, zu, ich sag mal, scheuklappenmäßig unterwegs war. Wo geht's denn dahin? Zu scheuklappenmäßig unterwegs war und sich nicht eingestanden hat, dass das, was man macht, eigentlich das Falsche ist. Ne? Und darüber will ich aufklären. Daher, denken Sie sehr darüber nach. Und... Ja. So, das Ding ist halt, ich will halt alles in meiner Macht stehen dafür tun, dass ich Leute somit zum Nachdenken anregen kann und eben auch vielleicht Leute motivieren kann, dass sie das Richtige tun, also sich vegan ernähren, wenn man nicht in 20 bis 30 Jahren eben im Sommer bei 50 Grad in der Wohnung sitzt und ne, sich dann darüber beschwert und sich dann fragt, ja, wie konnte das denn nur passieren? Ne? 52% der menschengemachten Emissionen auf dem Planeten passieren durch, eben, man muss es sagen, durch die Tierindustrie. Das ist einfach so. 52%. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, wie euer gewürztes Stück Fleisch oder wie euren Milchjoghurt, den ihr da trinkt. Weil das ist irgendwann, ne, sich gönnen, ja, aber um welchen Preis? Irgendwann muss das aufhören und jetzt muss es aufhören. Ja, also, ich bitte euch. So, ich habe keinen Bock darauf, in 30 Jahren hier zu sitzen und, weiß ich nicht, mir kalte Gedanken machen muss. Weil es so fucking heiß im Sommer wird. Aufgrund dieser ganzen Klimaerwärmung. Wisst ihr, wie ich meine? Bauen wir ein Nest. Aber ja, das auch wirklich nur dazu. Ja, ich sag mal,
Ich werde weiteres besprechen in anderen Videos. Ich wollte es aber wirklich noch einmal kurz clarified haben, okay? Daher fühlt euch bitte nicht persönlich angegriffen oder so, wenn ich so etwas sage. So, wenn ihr jetzt gerade etwas konsumiert, das aus der Tierindustrie stammt, so. Ihr könnt euch gerne schlecht fühlen, so. Das macht den Schritt einfacher, davon wegzukommen. Ich sag euch, wie es ist. Denn ja, so, ich will nicht persönlich attackieren. Ich will einfach nur zum Nachdenken anregen. Und deswegen, es geht auf die Masse und nicht auf irgendwen Einzelnen, der da irgendwas gerade konsumiert. Ich wusste, ich würde den Schlüssel zum Erfolg bekommen. Konsumiert euch pflanzlich, es ist je. Verspreche euch. Selbst ich habe das geschafft. Guckt mich an. Ja. Schafft ihr das safe auch? Und ja, das auch dazu. Wie gesagt, das dazu. Wir haben alle Schlüssel gefunden, kann das sein? Ich bin mir fast sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt gleich noch ein vierter Schlüssel kommt. Wobei, es kann sein. Oh mein Gott, habe ich den gerade... Ich habe den gerade unbeabsichtigterweise gekickt und der wurde davon paralysiert. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das ist aber nur passiert, weil ich den Gegner hinter ihm angegriffen habe. Holy. Warum hat man dann nicht diesen Angriff auf ihn möglich gemacht? Wisst ihr, wie ich meine? Dass man ihn halt eben kicken kann. Warum funzt das nicht? Macht auch keinen Sinn. Aber ja. Bams. Der blaue Turm ist activated. Und jetzt kommt nur noch das pinke oder der violette Schlossturm. Ja, und dann, wie gesagt, irgendwo noch ein vierter Schlüssel, mit dem wir dann Mystery retten würden. Yes, yes. Ich fühle mich schon viel besser. Gucken wir mal. Oh, oh Gott, die Kamera hier in diesen zentrierten Räumen, ja, also in diesen... Noch mehr Gelee. Du läufst manchmal wirklich in Richtung Kante, obwohl du das gar nicht willst. So cringe. Bitte. Hören Sie einfach nur auf. Und das war es auch schon mit der Welle. Das sind ja echt wirklich räudige Aufgaben. Aber Patrick hatte nicht Unrecht. Denn er hat tatsächlich was im Brunnen gesehen. Das war kein halber Penny. Genau richtig für meine Bäckchen. Das war ein verdammter Schlüssel, Mann. Das sind alle Schlüssel. Jetzt können wir das Tier befreien. Oh je, wir werden es tun. Im nächsten Part. Und es wird wahrscheinlich sehr je. Hauen Sie rein und Mäus.